Hallihallo. Das ist nur wegen der Lampe. Ich war bei Action, wie man unschwer sehen kann, ne? Ich konnte nicht widerstehen und ich zeige euch mal, ich habe nicht so viel gekauft, seht ihr ja, ne? Also hier und den. Ich zeige euch, was ich gekauft habe. Da hatten sie nur diese zwei. Ich finde die aber ganz schön. Und wir gehen die mal durch. Ich finde es auch ganz schön, dass die nur einseitig bedruckt sind. Also hier ist, das ist Silber. Guckt mal, wenn ich das so mache, sieht es Gold aus, ne? Das ist aber meine Lampe. Das ist Silber. Ich muss mal so machen, dass ihr das am besten seht. Das ist auch foliert Silber, die Bäume. Also ich finde die ganz schön, weil sie schlicht sind, eignen sich auch prima als Hintergrund. Mauzi. Das ist auch Silber. Ein tolles Blau. Also, die Farben haben mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Bestimmt, oder? Der Kater heißt Mauzi. Ihr wisst sicherlich, warum er Mauzi heißt. Eigentlich hieß er Oreo, weil er schwarz-weiß ist, aber aus Gründen, die deutlich sind, haben wir ihn umbenannt. Also finde ich, sorry, ich muss wegen meinem Kater lachen. Sehr schöner Block. Also diese hier sind ja durchaus, das ist auch silberfoliert alles hier. Muss man nicht Weihnachten nehmen, ne? Das, ja, schon. Finde ich sehr schön. So. Und dann mein süßer Kater. Ja, es ist mal sehr dramatisch, was draußen passiert ist. Also die sind hinten auch farbig. Also wenn man könnte die auch einfach die farbige Seite nehmen. Ich mache mal hier so im Schnelldurchlauf, nur damit ich euch die farbigen Seiten zeige. Finde ich ja auch sehr cool. So, das ist ein sehr schönes Grau und ist goldfoliert. Also die finde ich echt, haben mir gut gefallen. Irgendwie machen sie was her und sind trotzdem so ein bisschen schlicht. Und wie gesagt, ich finde es auch cool, dass hier, okay, hier ist ein, da ist gar kein Fehler, dass man die halt nötigenfalls auch einfach die Rückseite nehmen kann. Hier ist ja, zuerst ist es dünn und dann wird es immer dicker. Ja. Nötigenfalls kann man, wie gesagt, einfach die einfarbige Seite nehmen. Also ich finde die sehr cool. Da kommt mein Kind die Treppe runter. Also Motive sind ja alle irgendwie gleich, nur die Farbe ist anders. Und das finde ich auch total schön. Also, wenn man es so rumnimmt, hat man hier zwei Karten, Aufleger mit einer Schrift dazu. Echt schön. So, die beiden. Von den Blöcken habe ich hier mir nur den einen mitgenommen. Und zwar, weil ich dieses hier ganz cool fand. Also die anderen sind auch schön, aber das hat mir richtig gut gefallen. Und das gehen wir mal durch. Das ist also quasi geprägt, die Außen, das Joy. Ja. Und hier ist es nochmal foliert. Und Schlittschuhe mit und ohne Folierung. Das wird jetzt hier die ganze Zeit so sein. Einmal mit und einmal ohne Folierung. Den finde ich hier auch sehr schön. Und ich habe mich mal wieder anstecken lassen, weil ich habe mir so gedacht, na, eigentlich ist mir noch nicht nach Weihnachten. Ja, Halloween trifft den Weihnachtsmann. Also trifft Weihnachten. Das fand ich jetzt ganz cool. Aber so im Grunde genommen war mir noch gar nicht nach Weihnachten. Aber wie es dann immer so ist, ne? Man sieht es und denkt sich, ach, na gut, nehme ich mal mit. Aber ich habe nicht so viel mitgenommen, da bin ich ganz stolz auf mich. Das finde ich ja mal hier eindeutig zu viel foliert. Da kriegt man ja, also das würde ich nur als Hintergrund nehmen. Das wäre mir too much. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die alle ganz schön. Ist ja oft so, dass man so drei, vier sagt, nicht schön. Huch, zeige ich euch den einen überblättert. So.
Finde ich ganz schön. Dann habe ich den hier mitgenommen. Den habe ich mitgenommen, weil ich die Lebkuchen hier so süß finde. Also, und rosa finde ich ja auch immer ganz schön, auch nur einfarbig, also einseitig bedruckt. Kommt, die sind doch niedlich, oder? Ja, ist ja eigentlich schon fast eine fertige Karte. Wenn man. Oh! Okay. Kann man machen, ne? Wildes Pink. Das finde ich auch ganz gut, wenn man das hier so punktuell einsetzt. Das ist grün und grün foliert. Mounty, was ist denn Dramatisches passiert? Okay, hier kann man noch mal einen Kalender machen. Und ich glaube, zu sehen, dass das nur bis 24 geht. Also es ist schon auf europäischen Standard. Ist ja mal auch nicht schlecht, ne? Das hier ist auch so ganz leicht foliert. Und das Grün ist sehr schön, gefällt mir gut. Und ich werde mit euch auch gleich noch eine Karte machen. Vielleicht mache ich auch zwei, weil wenn ich die jetzt schon kaufe, dann muss ich das. Ach Gott, ist das süß, oder? Oh mein Gott. Also. Also die finde ich immer mega niedlich hier. So, sehr süß. Und dann habe ich noch diesen hier mitgenommen. Den habe ich ja noch gar nicht bei Action gesehen. 230er, 30er Grammatur. Und das ist so ein bisschen strukturiert. Das kann sich bei dem Weiß ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für euch zu sehen. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf weiße. Dann kommt hier so Creme, auch fünf. Und dann rosa. Und das. Ja, so ist es, wenn man sich hier schon was hinlegt, ne? Mist, Mist, Mist. Ach Gott, sorry, ich muss das mal aufheben. Damit ich hier nicht überrolle. Also, es ist strukturiert. Aber hier sind nur zwei und das war hier zusammengeklebt und ist hier kaputt. Also die sind ähnlich wie die, die man in den DIN A4 Blöcken hat, nur dass sie jetzt halt groß sind. Mega grün. Tolle Farben. Halt nur, dass es 30 mal 30 ist oder 30,5 mal 30,5. Das ist ähnlich wie die, die man schon kennt von Action, die es in A4 gibt. So, jetzt muss ich natürlich mit dem was machen und pack die hier mal weg. Und pack den auch weg. So. Ich muss mal kurz hier in meine Schublade gucken und gucken, ob der hier passen würde. Zu diesen unfassbar süßen. Wo sind sie? Den nehmen wir mal schon mal raus. Packe ihn kurz hier zur Seite. Gucken, was ich dazu nehme. Ich weiß nicht, ob ihr das noch hören könnt. Der Kater ist ja immer noch am wilden Rummaunzen. Ich mal hier rüber. Ja.
So, mit denen werde ich jetzt mal gleich was machen. Und die habe ich mal hinter mich. Aufpassen, dass mir das nicht wieder runterfällt. So, und den schneide ich mal. Wie gesagt, ich will jetzt mal gucken, ob der da passt. Ob ich den damit aufstanzen kann. Mit meinem EK-Tools. Das finde ich immer sehr geiles Gerät hier. So, und dann gucken wir doch mal, ob das passt. Na, ein bisschen ist da abgeschnippelt, aber guck, da ist der Rand natürlich jetzt nicht 100% passend, aber könnte natürlich auch gucken, ob ich eine Kreisstanze habe, die die richtige Größe hat. Ach, ist egal. Ich nehme das jetzt erstmal so und neben den. Und ja, der ist echt putzig, oder? Guckt mal. Ja, finde ich sehr süß. Gucken. Das ist die gerade Seite. Ich habe ja geschnippelt, und damit es dann noch gerade ist. Hier muss ich mal ein Stück näher ran. Und das oben muss auch noch kürzer, also den hier werde ich nehmen. Den muss ich aber gleich noch mal richtig schnippeln. So, ich bin ja noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, obwohl es inzwischen endlich mal kühl ist. Also bei uns waren heute Morgen 3 Grad. Und ich habe dann Tatsache die Heizung angemacht. Nicht meinetwegen, ich mag es kühl. Aber für mein Kind. So, das müsste okay sein, so. Das ist die Heizung wieder aus. Ich weiß gar nicht, wie kalt es jetzt ist. Ich denke mal so 15, 16 Grad. Aber sonnig, und ich finde das dann sehr schön. So, jetzt muss ich kurz gucken, welchen ich glaube. Aber und da zu faul bin, aufzustehen, weil dazu müsste ich mich hinstellen, nicht, um mir meinen Hebelschneider, den großen, zu nehmen. Nicht den. Den mache ich zu. Das sind 2 Zoll.
2 Inch. Sorry. Ich habe ja davon mehrere. Aber größer habe ich nicht. So. Kurz gucken. Ist hier irgendwie. Nee, ist kein besonderes. Dann nehmen wir hier mal nicht ganz 14. Und dann machen wir hier 9,8. Hier kann ich das viel besser sehen. Und nochmal 9,8. Als so schön war, mache ich den auch noch gleich. Den jetzt gerade zu kurz geschnitten. Der hängt immer hinter mir. Hinter mir habe ich einen Schrank. Und an diesem Schrank habe ich so ein Loch zum Lochteil. Ich muss nur mal gucken. Ich nehme. Sind die probieren? Na, Buddy, mein Süßer. Schnuppert mein Hund an mir. Da muss ich auch noch mal schnippeln, weil das ist alles von Action und ihr wisst ja, da sind immer die kleinen Nasen dran. Warte, ich habe hier ein Hundehaar von dir auf meinem Hebelschneider. Hast du wieder heimlich gebastelt? So, also überall die kleinen Wurzels abschneiden. Ja, ich finde es ja ein bisschen schwieriger, eine Weihnachtskarte zu machen, wenn es gerade anfängt, Herbst zu werden. Aber mach das mal trotzdem. Jetzt mault der Kater draußen. Dann muss ich kurz mal gucken. Wo habe ich so denn? Ich habe doch hier irgendwo extra meine. Ich habe extra eine Verpackung für meine Fäden Garn von Kreativdepot. Die habe ich extra in so eine Kiste gepackt, die ich eigentlich hier rechts neben mir habe und die ich sie eigentlich jetzt nicht sehe. Da habe ich gerade alles sortiert und finde die nicht. Bin ich ja mal ein bisschen nervig, ne? Also frisch sortiert und dann habe ich sie. Ich habe keine Ahnung. Okay, also kein. Dann. Haha, ich habe ja noch Washi-Tape. Habe ich schon von vor, Moment, schon ein paar Jahre her, dass ich es gekauft habe. Und seitdem liegt es hier auch. Ich kann mich beschränken, noch hören. Dann haben wir auch an mir rumzuschnuppern, mein Lieber. Wird spannend. Muss ich aufgeregt haben. Also, okay, das ist jetzt. Nicht, das würde gehen, ich glaube. Und dieses, davon habe ich noch die anderen natürlich, ist, nee, das nicht. Ich werde dieses nehmen. So kann man endlich mal auch die Sachen, die man gekauft hat, also ich habe sie zwar aufgemacht, aber ich habe sie nicht benutzt. Buddy, was ist denn los, mein Süßer? Wollen wir Robin mit dir rausgehen? Moment mal, ich muss mal kurz. Ich glaube, der Hund möchte mit dir gerne mal in den Garten. Eigentlich will er wahrscheinlich mit mir in den Garten, aber ich kann gerade nicht. Ich mache ein Video.
Sorry, ihr Lieben. Ich musste mal kurz eine WhatsApp-Nachricht rüberschicken. So. Welches nehme ich denn? Ich tendiere ja zu so einem glitzernden hier. Jetzt muss ich nur sehen, ob ich. Also es ist echt typisch, oder? Meine Tiere, wenn ich ein Video mache, wenn ich hier alleine sitze, dann kommen sie auch, aber bei weitem nicht so intensiv. Jetzt, wo ich gerade ein Video mache. Also ich glaube, eins von denen, entweder dünn oder dick, werde ich jetzt hier. So. Es ist gar nicht Fressenszeit. Ich weiß nicht, was die Katzen haben, weil die haben ja schon was. Aber auch der Hund, dass er so intensiv hier um mich rumpropellert. So, den mache ich jetzt hier hin. Und ich richte den mir hier so ein bisschen aus. Ich mache es jetzt ein Stück weiter hier oben, damit ihr das seht, weil ich, naja, aber ihr kann es echt nicht gut sehen. Damit es ungefähr gerade ist und ich das hier sehe, mache ich das so und so. Und da das ja meistens nicht so super duper hält, mache ich es dann immer so, dass es auf der anderen Seite noch umgeknickt ist. Und jetzt nehme ich von dem auch noch was. Wie gesagt, ich habe das schon 2, 3 Jahre so ungefähr. Da ist es ausgeblichen. Das finde ich doof. Also kommt es mal hier rüber. Also, für die, die mich kennen, die sich wahrscheinlich jetzt denken, oh, Anja benutzt Washi-Tape. Ja, ich denke das Gleiche. Ich benutze Washi-Tape. Ich hoffe, das ist einigermaßen gerade. Okay, ich muss jetzt nicht übertreiben, ne? So. Dann kommt der hier rauf. Und natürlich nehme ich den hier wieder. Ja, Video läuft noch. Eine frühe Weihnachtskarte. Heute ist der 13., Freitag der 13. und September. Also nicht schon Weihnachtszeit. Mal gucken wir mal, dass das hier so ungefähr hinpasst. Also, eine Washi-Tape-Karte. Die mache ich mal aus. Okay. Ach, erhöht. Und ich habe es nicht,
Habt ihr bestimmt gesehen, ne? Ich habe hier nicht die Seite, die Enden, Ränder geinkt. Hier mal ganz ohne Inken und Washi-Tape. Also hier das volle Programm. Aus meiner Komfortzone. Muss man gleich, wenn ich die Karte gemacht habe, gucken, ob mir das überhaupt gefällt. Oder ob ich jetzt denke, warum? Was habe ich hier gemacht? Aber wie gesagt, ich wollte, mache ich das gerade? Oder mache ich das schief? Nee, ich mache es gerade. Ha. So, Glitzer und Washi-Tape und Pink. So, ich quäle euch hier das nicht, indem ich noch eine Karte mache, weil ich hätte mir die ja schon vorher. Aber ich werde mit diesem Block auf jeden Fall mehrere Karten machen und macht auch ein Video. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich nicht. Könnt ihr noch eine schnelle Karte machen mit den niedlichen Teilen, mit diesen hier. Aber es passt gar nicht, ne? Das passt immer nicht auf die. Nee, das passt hier nicht rauf. Ich könnte versuchen, ob ich es ein bisschen abschnippeln kann. Ich probiere das mal. Na komm schon. So. Kommt der hin? Ich habe Washi-Tape benutzt. Ich komme da gar nicht. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja, ich habe einiges an Washi-Tape, aber wie schon erwähnt, ich benutze es eigentlich gar nicht. Und ich habe Tatsache nichts gekauft von den neuen Washi-Tape. Gibt es. Gibt neue Washi-Tapes und ich habe nichts mitgenommen. Und wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich Tatsache jetzt Washi-Tape hier benutze. Das war also nicht eingeplant in meinem Gedanken, wenn ich jetzt ein Video mache für euch, mit euch, war kein Washi-Tape. Hätte ich mich wahrscheinlich dazu hinreißen lassen, doch noch was zu kaufen. Habe ich zum Glück nicht gemacht. Und ich hatte noch überlegt, ob ich noch mit Standschablonen arbeite und. Ich habe übrigens bei uns im Action keine neuen Standschablonen gesehen. Die Verkäuferin dort wusste auch nicht von neuen Standschablonen. Also offensichtlich sind die bei uns nicht angekommen. Und ich möchte schon wieder den Lebkuchenmännchen hier. Den könnt natürlich auch die drei hier nehmen. Die drei passen vielleicht sogar eher noch. Ja, wie gesagt, bei uns gibt es keine neuen Standschablonen. Habe ich irgendwo. Ach so, bei mir in der Gruppe hat eine, die war bei Action und hat gesagt, wir haben auch neue Standschablonen. Habe ich nicht gesehen und habe ich bei uns nicht gesehen. So. Ich vermute mal, dass ich das hier auf jeden Fall noch kürzen muss. Also werde ich es hier unten gleich mal schon mal deutlich kürzen. Gucken, ob ich es hier unten besser sehen kann, wie weit ich gehen kann. Ist natürlich die Frage, nehme ich den Hintergrund? Ja, ne? Ja, das mache ich jetzt. Und ich benutze kein Washi-Tape. Vermutlich. Obwohl ich natürlich rechts und links hier Washi-Tape hinmache. Könnte. Wo ist denn meine Washi-Tape-Karte?
Ah. Ich könnte das Grün nehmen. Guckt, wie ich jetzt hier mit Washi-Tape arbeite. Ja, ich weiß, ihr findet das gar nicht so lustig wie ich, weil, wie gesagt, ich ja gar nicht die Washi-Tape-Tante bin. Wobei ich das bei anderen Karten immer gut finde, aber ich selber tue mich immer echt schwer. Das zu nutzen. Und deswegen mache ich das jetzt. Und ich mache es nochmal. So Pi mal Daumen, dass es ungefähr den gleichen Abstand hat. Passt, ne? Oder? Was sagt ihr? Könnt es wahrscheinlich eh besser sehen als ich. Man muss ja auch mal einfache Karten machen. Was sieht es so? Sagt ihr? Soll ich da oben auch noch was hinmachen? Auf jeden Fall muss das hier ein bisschen. Muss mal kurz überlegen, ob ich noch einen Weihnachtsstempel habe, der da reinpassen würde. Jetzt mal Tombow nehmen sollen, ne? Huch, ich so wie. Das ist hier auch dieses Pink. Pinke Weihnachtskarten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in meine Facebook-Gruppe und da zeigen, was ihr so bastelt. Würde mich freuen. Wir haben wirklich tolle Leute bei uns und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne jetzt machen. Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Zwei Washi-Tape-Karten gemacht. Ich bin ja mal echt von mir überrascht. Und das Gute daran ist, dass sie jetzt Moment. Hier hinten das Festklebe. Falls sich das Washi-Tape löst, ist es ja fest genug dran, dass es nicht abgeht. Es ist quasi wie ein Geschenkband, was man ja auch machen kann. Ja, wie gesagt, kommt gerne in meine Facebook-Gruppe. Da haben wir gerade die Challenge Halloween trifft Punkt, Punkt, Punkt. Also da könnt ihr euch überlegen, Ostern, Halloween trifft Weihnachten, Halloween trifft Valentinstag. Die der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, sind schon echt tolle Karten entstanden. Und da könnt ihr gerne noch mitmachen. Zu gewinnen gibt es Tatsache nur eine Karte von mir, also die, die ich gebastelt habe. Und so,
erstaunt über meine Washi-Tape-Glitzerkarten. Ich finde sie ja ganz putzig. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das weiterhin mal mache, wenn ich hier mit dem Block arbeite. So, die habe ich jetzt schon mal gemacht. Hier habe ich noch eine frei. Und die eignet sich ja eher für dieses Format, wo das gleich ist, das ich ja nicht mag. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Bleibt mir gesund und frohe Weihnachten. Nee, das ist ein bisschen zu früh. Bis dann. Tschüss.